Hallo und willkommen zurück bei Child of Light hier in unserem Kampf, den wir gerade noch haben gegen diese Steinkugel und diesen komischen Typen da. Was hast du jetzt vor? Okay, wolltest du doch nicht angreifen? Na gut, dann halt nicht. Was auch immer. Mir egal. So, genau, du wirst sie erstmal wieder ein bisschen heilen, denn sie hat nur noch 47 Lebenspunkte. Jetzt ist sie wieder aufgeheilt. Sehr schön. Und den werden wir gleich mal ein bisschen zurücksetzen und ihm gleichzeitig einen Hieb verpassen. Oh, der ist aber nicht so, ist aber nicht so stark gegen den auf jeden Fall. Was ein bisschen sehr schade ist. Machen wir nochmal eine Überrumpelung auf den guten Kerl. So, sehr schön. So, der wird gleich zurückgesetzt. Ah, gegen den machen wir nicht so schön viel Schaden. Die kontern auch immer. Das ist natürlich schlecht. Ah, ach so, die schützen sich dann immer so ein bisschen. Okay, gut zu wissen. Hast du jetzt gleich drei geschossen? Boah, fies. So viel. Krass. Aber sie startet gleich einen Gegenangriff. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, machst du mal ein Sternlicht. Haben wir das gegen den schon mal probiert? Wir probieren mal ein Sternlicht gegen den. Ich weiß gerade gar nicht, wie gut das bei dem wirkt. Auf jeden Fall sollte er zurückgesetzt werden. Ach, er ist ja auch noch verteidigt, ne? Oh, geil! Ach du Scheiße! Der war gut. Ho, ho. Der war richtig gut. Okay, also gegen diese kleinen Steinbrocken hilft auf jeden Fall. Oh. Gelebt. Oh, wir haben ihn gelebt. Sehr schön. Also da bin ich jetzt echt begeistert. Also gegen den kleinen Steinbrocken hilft auf jeden Fall. Das Sternlicht richtig gut. Die sind echt sehr, sehr verwundbar gegen Licht scheinbar. Oder lag es nur am kritischen Treffer? Ich weiß es ja nicht. Oh, Gegenangriff. Gegen dich, mein Gutes. Mein gutes Rubella. Komm schon, der sieht doch so aus, als würde er nicht mehr lange machen, oder? Komm. Yes! Sehr schön. So. Ja, jetzt wie gesagt, sollte das Bild auch einigermaßen in Ordnung sein. Was für ein Ort, entsetzlich und hart. Die finstere Wildnis eines Elfenlands. Nichts für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Und was denn das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ah, du hast sie auch getroffen? Mich beschenkte sie mit magischen Ringen. Oh, hübsche Ringe, Dame. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch, die Krone schützt mich vor Ungemach. Okay. Ja, warum nicht? Ich sehe gerade, ich habe so einen kleinen Rand, aber es lag daran, dass ich das im tiefsten Dunkeln jetzt ein stellen musste. Mit dem. Oh, eine Seite. Mit dem Fenster anpassen. Deswegen. Auch das werde ich noch anpassen. Sorry, dass das heute. Also, für mich. Ja, ich habe ja beides jetzt in einem Tag aufgenommen. Gestern und heute. Die Folge. Sorry, dass es heute so ein bisschen verwirrend bei mir ist, aber. Lass mal ausprobieren. Mit OBS. Ich hätte mich ein bisschen darauf vorbereiten sollen. Ich weiß. Oh, ist das schön hier. Schaut euch doch mal das hier an, ey. Oh, ist das schön. Allein das gefällt mir richtig sehr. Oh, richtig schön. Nee, wie gesagt, ich liebe einfach diese Optik hier. Die ist einfach toll. So, hier oben waren wir ja gerade, ne? Ich versuche mal, ob wir hier durchkommen. Sehr gut. Man muss halt nur hoch genug gehen, ne? Und? Es gibt ein Einlull-Elixier mal wieder. Scheinbar können wir das dann gebrauchen. Wann und wo? Hier unten wahrscheinlich, oder? Bin mal gespannt.
Okay. Dann müssen wir. Da muss ich ein bisschen dran vorbei. Waren wir hier drüben schon überall? Haben wir hier schon alles? Ja, okay. Da gab es nichts mehr. Oh, vor allem merke ich jetzt, dass man die ganze Zeit dieses Flattern hört von ihr, von ihren Flügeln. Das hört man meistens gar nicht so deutlich. So, müssen wir hier fahren vorbei. Dann möchte ich nämlich erstmal hier die Kiste öffnen. Und was haben wir da? Ein Glühwurm-Elixier. Sehr schön. Ach, man kann so viel mit den Kämpfen machen. Später brauchen wir die ganzen Sachen wahrscheinlich auch. Ich meine, ich könnte sie bestimmt auch jetzt schon einsetzen, aber da ich mich damit ja noch nicht so gut auskenne. Hä? Du sollst das Ding, ja. Ich meine, was anderes als darüber schieben können wir ja wohl nicht. Deswegen werden wir das einfach mal machen. Da werden wir das auch nicht brauchen, deswegen lassen wir das schon einfach mal runterfallen. Springen wir mal hinterher. Hui! Ja, und das werden wir dann wohl auch da drüben irgendwo brauchen. Wofür auch immer. Oh, für die Tür? Kann das sein, dass wir das für die Tür brauchen? Hä? Ich hab's gesehen. Ich bin auch blind. Hier ist ja dieses Dingens, wodurch die Tür offen bleibt. Stimmt. Wie gesagt, voll übersehen. So, da oben ist doch was, oder? Da oben ist was, ja. Oh Gott, da werde ich mir wieder wehtun. Ich weiß es doch jetzt schon. Ah, sowas ist nicht meins. Sowas ist nicht meins. Schnell. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Ja, aber wir müssen nochmal wieder runter. Deswegen, ja. Ich werde mir schon noch wehtun. Keine Sorge. Ist ja nicht so, als könnte ich sowas. Gott. Oh Gott. Ja, ich wusste es. Können wir eigentlich hier runter? Yep. Oh. So. Da steht wieder so ein Typ rum. Ach, da unten wollten wir eigentlich, oder sollten wir eigentlich auch mal lang. Warum machst du das immer, Mädchen? Da unten sollten wir eigentlich auch lang gehen. Aber wir können auch von der anderen Seite da runter, oder? Oh. Oh Gott. Da ist eine Steinkugel. Okay, ich verstehe. Ist eine dumme Idee, hier lang zu gehen. Was gibt's hier unten? Okay, nee, ich glaube, ich gehe wieder hoch, nehme den anderen Weg. Weil ich glaube, das ist hier zu kompliziert. Das kriege ich so nicht auf die Reihe sonst. Ja, aber klar. Komm, raus mit dir. Dann gehen wir unten lang bei dem Typen. Und ja. So wie ich das eigentlich vorhatte. So. Also ich fall nur halbes Leben, ne? Weil ich hier so rumgespackt habe. So, weil hier können wir nämlich jetzt das machen. Und einfach dran vorbei. Okay, eigentlich war das jetzt unnötig, aber ihr wisst schon, wie ich das jetzt gemeint habe. So. Hätten wir vielleicht da oben nochmal lang gehen müssen?
guck mal eben, ob wir an dem Steinchen nochmal vorbei müssen. Zur Not machen wir den kurz nochmal so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich hingehen soll, aber unten ist eine Tür, da geht es garantiert weiter. Kann auch sein, dass wir da runtergehen und sagen so, oh, uns fehlt ein Schlüssel und wir müssen hier rumlaufen. Ich weiß es nicht. Na, ah, huch. Der Spiegel, ich fürchte, er ist dort. Dieser luftige Tempel ist der Ort. So hoch hinaus können wir nicht schweben. Irgendein Weg wird es dorthin schon geben. Vielleicht fragen wir die Leute, die hier leben. Welche Leute? Die Steinkugel oder den komischen Typ mit der Keule? Wieder einfach mal hier dieses Ding hängt, ne? Weiß gar nicht, ob wir hier oben was verpassen, wenn ich hier nicht hoch genug fliege. Aber hier oben ist meistens eigentlich schon der Wind dann. Hier unten war doch was, oder? Ich höre hier irgendwas. Oh Gott! Mach mir doch nicht so eine Angst, Mann! Verdammte Axt! Gott, ey, der macht einen echt... Boah, der hat mir jetzt echt Angst gemacht. Oh, immer wieder dieses Zeug, ne? Das bewegt sich doch gleich, oder? Nicht? Aber ich muss es zum sich bewegen bringen, damit ich da lang komme. Ja, da muss ich ja weiter dann. Dann gehen wir gleich erstmal in die Tür unten rein, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie das hier gedacht ist oder gemacht ist, ob wir da reinkommen oder... Was hat's denn damit hier auf sich? Ja, das macht am meisten... Nein, 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 nein. So. Okay. Weil, dann könnten wir da ja einfach durchlaufen. Aber das ist jetzt quasi Vorbereitung fürs nächste Mal, denn wir gehen, glaube ich, erstmal in die Tür unten rein. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Ich weiß ja nicht, was uns bei der Tür erwartet. Wir schauen einfach mal. Außer die sagt... Weh, die sagt jetzt, sie ist verschlossen. Okay, sie geht rein. Ich hätte mir jetzt schon gewundert und mir gedacht, so, okay... Okay, mal sehen, was... Oh. Ein Feuergeist. Nimm mal bei... Oh Gott. Auf mir nachzulaufen, du dumme Schrulle. Verteidigungselixier. Sehr schön. Ich versuche erstmal, Kampf, soweit es geht, zu vermeiden. Ich weiß, dann können wir zwar leveln, aber... Andererseits können wir davon auch sterben. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ein starkes Heiltonikorn, das ist schon mal sehr gut. Muss ja natürlich echt immer aufpassen, wo wir denn hier hinlaufen. Dass wir hier in nichts reinlaufen. Das klingt, als wäre hier irgendwas mit Hufen. Ich das schon höre. Was ist das hier? Was haben die denn hier gemacht, Mann? Kommt man da nicht rein? Okay. Von hier aus kommt man da auch nicht rein, oder? Nee. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wahrscheinlich nach unten erstmal. Vorsichtig.
Hier geht es scheinbar wieder raus. Ich gucke erstmal hier lang. Ich weiß ja nicht, wo wir hinkommen. Hier ist wieder so eine Trolle. So. Okay. Jetzt können wir schon mal die Tür öffnen wahrscheinlich. Oh, da oben ist eine Seite. Da ist eine Seite. Oh, okay. Dann müssen wir also gleich runter. Okay. Wow. Ich bin manchmal auch ein bisschen leichtsinnig. So, gehen wir erstmal da hinten hin. Würde ich sagen. Jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Was macht das hier? Okay. Ach, da haben wir die Kiste. Oh, hier wird es aber dunkel. Müssen wir die nach da drüben werfen? Müssen wir mal eben gucken. Scheinbar. Warum ist das da so mega dunkel plötzlich? Das macht mir irgendwie echt Angst hier. So. Bam. Ach, dann geht's hier runter. Okay. Ich gucke erstmal hier drüben. Was ist denn das? Ey, verdammt. Sieht ja krass aus hier. So mega dunkel. Was geht hier ab? Boah. Gruselig. Diese tiefste Dunkelheit hier. So, dann geht's nach hier unten. Wir haben die Seite. Ein ungeschliffener... Oh, hier ist ja wie so eine Schatzkammer. Wie cool. Hier muss da was Besonderes drin sein, oder? Ein starker Zaubertrank. Cool, was wir hier alles haben, Mann. Echt cool. Gut, dann ja, hätten wir das alles. Echt cool, was wir hier alles mitgenommen haben. Es war quasi eine Schatzkammer. Oh Gott, ich bin so dumm. Immer noch. Ich bin immer noch so dumm. Wir werden mal eben kurz einen Heiltrank nehmen. Wenn nicht, dass wir während wir hier erkunden... sterben, nur weil ich so blöd bin. Das muss ja nun eigentlich auch nicht sein, ne? So, hier unten ist doch jetzt die Feuertrolla, oder nicht? Nee, die war woanders, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal durch. Und schauen, was uns hier erwartet. Ach, auch nicht mehr viel, okay. Auch nur noch ein bisschen was zum Mitgehen lassen. Sehr cool. Das war quasi wie so eine kleine Schatzkammer. Ja, da hätte ich ja eigentlich auch direkt reingehen können, ne? Anstatt hier fünfmal hin und her. Aber egal, jetzt wissen wir es ja, wie es ist, wie es so läuft hier. Und irgendwo hier oben war doch die Tür. Hier oben war die Tür. Sehr schön. Dann hätten wir doch alles. Cool. Ach ja, das Spiel macht schon echt Spaß. Das ist echt ein schönes Spiel. Alles so ein bisschen zu erkunden. Es ist nur nervig, dass wir immer da durch müssen. Ich kann das doch nicht, Mann. Ich kann das doch nicht. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt wieder nach oben, wo wir vorhin das schon alles vorbereitet haben, dass wir da gleich ganz entspannt ja, durchlaufen können. Ja, ich muss mal ein bisschen weiter nach oben, damit wir auf jeden Fall auch langkommen. So, das war, genau, das war doch hier. Oder? Ach,
Ach nee, das war doch eins weiter unten. Stimmt, okay. Warum dreht sich dieses Rad, wenn sich das Ding dazwischen gar nicht dreht? Aber okay. Soll es sich drehen? Hui! So, jetzt müssten wir hier ganz entspannt langlaufen können. Ja. Ohne Probleme. Sollten da wieder rauskommen können. Aber wir können auch hier unten lang. Was gibt es denn hier unten? Ah, hier unten gibt es das. Oh, und ein Gegner. Stärke Sternstaub. Okay, hier gibt es sonst nicht mehr viel. Ja, wie gesagt, ich denke mal nicht, dass ich jetzt jeden Gegner besiegen muss. Oder jedes Mal die Gegner alle. Das ist so natürlich ein bisschen kacke, wenn man hier immer quasi verkehrt rum das hat, aber es geht schon. Wenn ich das schaffe, dann ist das gar nicht so schwer. Sehr schön. Okay, ja, aber da sind wir hier auch durch und schauen mal, wie es in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weitergeht, was wir hier noch so Schönes erkunden. Und oh, seht euch mal diesen Hintergrund an. Es ist, oh, ich liebe einfach dieses Spiel. Es ist so schön gestaltet. Es ist einfach ein Grafikparadies. Keine Ahnung, ich find's toll. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Verzeiht mir mein ganzes komisches Rumgeschiebe. Ich werde das gleich erstmal noch ein bisschen verbessern, dass es da auf jeden Fall keine Probleme gibt und wir das nächste Mal auf jeden Fall ohne Bildprobleme weitermachen können. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.